Der Mensch ist schon eigenartig. Er weiß, dass das Wort heilig ist, denn das Wort ist bei Gott. Genauso geistig ist das Wort, das er sagt, der Mensch selbst. Das Wort, das in einem Mensch los aus sich herauskommt, das er ausspricht für etwas, das ein Begriff bilden soll, hat Macht. Das Wort hat Macht. Und wenn der Mensch leichtsinnig darüber hinweggeht, geht diese hohe Geisteskraft seines Wortes verloren. Oder anders gesagt, er ist schuldig dann an dem, was das Wort hinausgeht, hinausgetragen wird, in die Luft, in das All, in das Universum. Und nichts geht verloren. Alles, was er sagt, schlimme, düstere Worte, geht hinaus und sucht seines Gleichart, nistet sich ein im Dunkel und brütet und macht alles Zerstörerische auf dieser Erde. Das ist das Wort. Das lichte Wort aber schwingt hoch, geht hoch ins Geistige und wirkt so aus im Entschluss, dass die Begriffe für den anderen großartig sind. Er wird sie begreifen, er wird danach greifen. Denn das Wort hat eine starke Ausstrahlung, das hat Macht. Sobald der Begriff, die Begrifflichkeit mit hineingeht, wenn man also nicht oberflächlich über Worte redet, sondern sie einfach in Begriffe festhält, was man sagen will, dann werde ich ganz andere Sätze verwenden. Wenn ich sage, ich bin der Heilsbringer, dann muss ich wissen, was ist ein Heil, was ist ein Bringer. Und ich bin, dann muss ich wissen, was bin ich. Also das kann ja nicht jemand sagen, der so vor sich hinredet. Es würde ihm nur schaden. Also das Schwert würde sich gegen ihn richten. Menschen, die hoch sind im Geiste, die Falsches reden, da wird sich das Schwert, das innere Schwert von ihm, sich gegen ihn richten. Beim anderen aber, der tatsächlich ein Heilsbringer ist, ein Seelenarzt, der wird immer die Worte finden, die dem anderen hilfreich und nützlich sind. Er gibt ihnen genau die Worte, die er benötigt. Eben, er ist dann im Heil ein Heilsbringer. Darum wurde auch Jesus Christus der Heiland genannt. Ja, haben wir auch schon vergessen, dieses Wort Heiland. Ja, er brachte das Heil in die Lande. Und die Lande, das sind ja die Völker, die Menschen. So brachte er das Heil in die Lande, als Heiland. Und so könnt ihr alle Worte, die ihr habt, die euch an euch herangetragen werdet, entschlüsseln, in die richtigen Begriffe setzen. Die richtigen Begriffe. Ja. Der Wald. Der Wald, wenn der Mensch nicht hineingeht und auf rechthaberische, selbstsüchtige Art und Weise den Wald umfunktioniert zu seinen Gunsten, zu seinem erwerbsmäßigen Errungenschaft, dann muss der Wald als Weh in der Ordnung im Stofflichen ganz sich entwickeln, in höchste Blüte der Ordnung sich entfalten. Also hier müssten sein Disteln, Holunder, Brombeeren, alle Arten von Beeren müssen hier sein. Sie sind aber nicht mehr hier. Sie können hier nicht mehr wachsen. Hier ist es schon zu schwierig für den Wald, denn der Mensch hat zu sehr eingegriffen. Nun, so viel zum Weh, zum Wald, zum Wallen und Wogen.
Auch Wallen und Wogen hat seine Ordnung, genauso wie der Wald. Alles, was weh mit weh schwingt, die Wahrheit. Darum achtet auf die Wahrheit. Wenn etwas an euch herangetragen wird, achtet darauf, dass es wirklich der Wahrheit entspricht. Wer hat es gesagt? Von wem habt ihr das? Tut nicht etwas, wo ihr nachher bereuen müsst, weil ihr Unwahrheit redet. Also achtet auf eure Worte. Sie bringen euch zu Fall oder sie bringen euch in höchste Höhen. In höchste Höhen, ganz hoch, an Thronestufen Gottes, die Worte. Aber ihr müsst sie lebendig machen in euch. Ihr müsst in euch Ostern werden lassen. Ja, lasst Ostern werden in euch. Ein Ausatmen. Und dann können diese Worte Balsam sein und erquicken für denjenigen, der richtig steht, der wahrhaftig steht in der Allmacht Gottes. Das Wort ist bei Gott und Gott ist das Wort. Und so ist es. Nur, es sind unzählige, viele, viele Tausende, Millionen Helfer. Und ihnen vorangehen einige große Engel. Dann auch solche hochentwickelte Menschengeister, wie Ismael, der höchstentwickelte Menschengeist. Ein Geschaffener wurde und zu den Menschen kamen als Johannes der Täufer. Sein Reich ist auf Patmos, weit oben, über dem Paradies des Menschen, Geistes, weit oben. Er ist der das Wort aus Gott, der also den Begriff aus Gott, was Gott will, was der Wille aus Gott ist, nimmt Ismael auf und wird es in die Begriffsmöglichkeiten eines Menschen einpacken. Er wird also die Worte den Menschen bringen, herabbringen, die Worte in die Menschen setzen, damit sie sie entdecken. Goethe, Schiller, wie sie alle heißen. Sie alle bekamen aus höchsten Höhen von lichten Helfern und oft war es Ismael, der die Worte ihnen in die Seele legte oder in ihren Geist, der ganz rein war, in sie legte. Achtet auf die Worte, die er sagt. Sie sollen wahr sein, klar, einfach und natürlich. Bitte achtet darauf, in dem, was ihr sagt. Es soll einfach, natürlich und klar sein, was ihr sagt, sonst sagt lieber nichts. Die Welt ist voll von Gestrüpp, Gewürm, von Dahersagen. Nur schon die Dinge, die mir nachgeworfen werden, als der ich bin, weil sie es nicht begreifen, dass ich der ich bin. Und nur schon das entsteht eine Kluft, aber das müssen die Menschen selbst ausbaden, denn sie haben es ins Bad gelassen. Sie haben den Sumpf selbst geschaffen. Ich tue nur das Werk, was Gott mir aufträgt. Und ich bin stark, ich bin gefasst und ich stehe im Wort. Es braucht nicht viel und der Mensch kann im reinen Begriff des Wortes sein Glück und seine Zufriedenheit selbst erlangen. Frieden und Glück, dazu muss er kommen, der Mensch. Und er kann es erreichen durch Natürlichkeit, Einfachheit und Klarheit der Aussprache, des Denkens und des Handelns. So wünsche ich euch
wunderschöne Ostern und eine gute Vorbereitung auf Pfingsten. Denn am Pfingsten kommt alljährlich die hohe Kraft und schüttet sie aus. Gott schüttet sie aus durch seine Engel über alle Schöpfungen. Nun lebet nach dem Wort. Nun traget das Wort so in euch, dass ihr nicht fallen könnt, dass ihr euch nicht verwunden könnt. Wenn ihr unbedacht dauernd und nicht angespannt die Worte mitteilt, also nicht im Begriffsvermögens die Worte bildet, dann könnt ihr schon stürzen. Es geht heute schnell. Das Denken, es ist ein Knäuel von Schmutz und elendem Gewürm, das dahinrollt auf dieser Erde. Und überall, wo es auftritt, nimmt es alle mit. Alle mit, die bequem und lau sind, werden aufgesogen von diesem Knäuel. Es packt sie wie ein Klebstreifen. Und sie können sich nicht mehr lösen. Sie sind gefangen, gebunden und werden vergehen. Sie werden sterben. Sie erleiden den inneren Tod. Und so muss es sein, die Reinigung auf dieser Erde. Also erwacht, damit ihr dazugehört. Damit ihr für den frohen Aufbau der neuen Erde dazugehört. Dass wir uns wiedersehen. Rafft euch auf. Schaut auf eure Worte, die ihr täglich sagt. Sagt nicht Grüß Gott, denn das ist eine Verleumdung. Sagt nicht Worte, die euch herunterziehen, die euch kaputt machen. Sagt ehrenwerte Worte. Sagt guten Tag, wenn ihr es denkt. Dann wird es auch ein guter Tag werden, so wie heute. Ist das nicht großartig, wie schön die Welt ist? Ist das nicht herrlich? Heute ist Karfreitag und die Welt ist in Ruhe. Bis auf die Flugzeuge, die sind natürlich immer. Die Menschen wollen immer noch fliegen, wollen immer noch spielen. Sie wollen noch spielen bis in die letzte Phase ihrer Zuckungen, wollen sie spielen. Tja, nicht aber für die, die gelobt haben, nicht für die, die das Kreuz auf der Stirne tragen. Seid wahrhaftige Menschen. Ich rufe euch zu, werdet wahrhaftige Menschen. Ein Stück des Weges könnt ihr gehen, wenn ihr euren Partner, euren Freunden fragt, wie siehst du mich? Dann sagen die, wie sie euch sehen. Und dann arbeitet daran. Fragt sie ruhig. Werdet wahrhaftig im Wort und werdet klar. Sagt ja oder nein. Nichts, was dazwischen ist. Seid nicht mehr nachlässig. Gebt nicht nach. Bleibt so, wie ihr seid. Stark oder füllt auf dort, wo ihr Versäumtes habt. Da, wo ihr versäumt habt, die Begriffe richtig zu stellen. Denn ich bin der Gesandte und es gibt keinen anderen. Und wer dagegen ankommen will, der tut sich selber weh. Ja, das Schwert wird sich gegen ihn richten, das eigene Schwert. Denn er hat die Kraft bekommen, um klar zu sehen, was Sache ist, wie die Begriffe sich ergeben, wie sie ineinander gehen, die Begriffe von damals und zu heute, wie alles lebendig vor sich geht. Ihr werdet es erkennen. Vielleicht müsst ihr durch Schmerzen gehen, wenn euch das eigene Schwert stürzt. So hat jeder Mensch seinen Zugang
zum Wort, zum lebendigen Wort. Und je wahrhaftiger er steht im Wort, was er sagt, je wahrhaftiger er darin steht, sich müht um das Wort, je stärker kommt er heraus. Aus diesen Irrungen, Schlingewächse, kommt er heraus und wird ein wahrhaftiger Mensch, ein Geistmensch. Achtet nicht auf die Menschen, denn ihnen ist ein zu spät entgegengeeilt. Sie wollten es nicht anders. Sie haben verschmäht, was wiederkommt. Was in Liebe an sie herankam, haben sie missachtet, verachtet, gestäubt, Rufmord begangen an demjenigen. Aber nun blüht eine neue Welt. Bald werdet ihr auf der neuen Erde sein.